Gabby steht immer da wie bestellt und nicht abgeholt. Guten Tag. Hallo. Jetzt hat. Ja. Kann ich dir helfen? Ja, Frage. Ich habe da draußen mein Auto stehen und ich würde gerne wissen, ob da ein Überrollkäfig eingebaut ist. Kann man das irgendwie nachprüfen? Was hast du für ein Auto? Ein Brioso 300. Brioso 300? Ja. Wo ist der hin? Das ist die lilane Knutschkugel da vorne. Ah, okay. Sack weg. Hä? Hey. Kopfschmerzen vom Feinsten. Ich hab gedacht, ich mach den... Kommst du mal mit rein? Mit dem Auto? Ja, mach ich. Nee, nur ich, okay. Ja, ne. Ich ohne Auto, okay. Ja. Wann hast du das Auto abgegeben? Noch gar nicht. Achso, noch gar nicht? Nein, ich wollte das erstmal prüfen lassen, ob da sowas so schon eingebaut ist. Ich hab den Geschenk gekriegt. So gesagt, du willst wissen, ob einer drin ist. Richtig, und wenn keiner drin ist, dann würde ich den gerne nachrüsten lassen. Jetzt habe ich. Sehr gut. Jetzt hat. Okay. Huch. Irgendwelche Gangster-Rapper. Superheld, Affe. Affe. Schuh draus gemacht. Ja. Sie hat ein Auto geschenkt bekommen und sie wollte wissen, ob da ein Käfig drin ist. Wenn nicht, sollen wir einen reinmachen. Sieht sie da nicht, dass da ein Käfig drin ist? Anscheinend nicht. Ich sehe sowas nicht. Geh mal bitte gucken, ob ein Käfig drin ist. Wenn nein, dann machen wir es. Wenn ja, dann ist schon fertig. Okay. Komm mit. Okay. Dann nochmal zurück, jetzt habe ich gerade weggehabt. Ich kenne mich mit sowas überhaupt nicht aus. Alles gut, dafür sind wir ja da. Das habe ich mir auch gedacht, deswegen bin ich hier. Moin. Moin. So, dann schauen wir mal. Jo, ist offen. Nee, ist keiner drin. Okay, was würde das denn kosten, den nachzurüsten? Kann ich ja gerade jetzt am Steg nicht sagen. Okay. Aber ich kann mal reinfahren, dann gucke ich und dann sage ich dir. Das wäre super. Meine kleine Knutschkugel. Nee, bei der Stimme war ich gerade auch etwas verwirrt. True Story. Warte. Muss ich selber gucken. Ach, die! Enten. Bestimmt. Warte, das ist Standard. So. 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 Oder so. So. Schön, dass ich nichts sehe, wenn er den Kofferraum öffnet, auch nicht. Achso. Serienmäßig? Ja. Dann. Also die Boxen verändern sich, das siehst du. Ja, das sehe ich. Das war's.
Stehen. Ja. Ich bleib mal hier hinten, weil da kommt noch was. Die Hydraulik kommt jetzt noch. Bei dem kann man keinen Käfig einbauen. Ja, ach, das warte, geht gar nicht. Ich muss das so einstellen, dass ich auch noch was sehe. Hm. Ja, dann geht das nicht. Warte mal ganz kurz. Das war's. Ein zurück? Ja. Wie schon gesagt, ich weiß halt nichts. Nee, ne? Mach den letzten. Nee. Falls ich mal von der Klippe falle. Es gibt doch Fahrzeuge, die besitzen keine Käfige, richtig? Richtig. Alles klärchen. So. Jo. Okay, das haben wir vorne. Ja, das ist ja nicht schlimm. Ja. Aber dann weiß ich, wenn ich ein neues Auto kriegen sollte. Aber lass uns mal ein bisschen weiter rüber. Yes. Prost. Der schreit ein bisschen. Nein. Zwei. Lautes Organ. So. So. Nee, aber dann kannst du mir wahrscheinlich auch nicht sagen, bei was für Fahrzeugen so ein Käfig eingebaut werden würde, richtig? Fahrzeuge, die ein bisschen breiter gebaut sind. Okay, gut. Dann also jetzt wie zum Beispiel hier drüben der. Ja. Oder bei so einem Rappler hier draußen. Mhm. Also alles, was halt... Größer ist als meine Knutschkugel. Genau. Okay. Nee, super, dann weiß ich Bescheid. Dankeschön. Kein Thema. Dann fahr ich mal zur Arbeit. Ich wünsche noch einen schönen Tag. Danke. Gleichfalls. Mensch, hast du Zeit? Kannst du doch, wenn du sagst. Weiter? Das war ich. Mehr nicht? Nee. Aber Nummer Uno. Auch wenn ich noch beleidigt bin, ich habe mal bei Hand. Hand nach dem Käfig gefragt. Für mein Auto gibt es das gar nicht. Hallo? Hallo, Darling. Ich weiß, du bist noch mal beleidigt mit mir, aber warst du heute schon mal im Würfelpark? Nein, ich habe das Foto gesehen und habe mir gedacht, da gehe ich nicht hin. Hä? Hast du nicht auf Twitter geguckt? Aber da ist überall Weihnachtsdeko. Da ist ein Alien in einem Brunnen. Was? Was für ein Alien in einem Brunnen? Auf Twitter. Da ist ein Alien in dem Wie Brunnen. Du dir vielleicht vorstellen kannst, noch nicht auf Twitter geguckt. Ja. Nee, weiß ich nicht, aber da ist alles weihnachtlich dekoriert. Also ich finde das ein bisschen anstrengend, aber du magst das ja. Ja. Da stehen auch überall Weihnachtsbäume. Uns MD ist, glaube ich, sogar auch geschmückt. Führe mich nicht in Versuchung. Okay, ich bin gleich da. Warte, ja. ich bin erst am Osthighway. Ich bin mit dem großen Karakara unterwegs. Okay. Bist du am DOJ oder bist du zu Hause? DOJ. Ah, okay, gut, weil sonst wäre ich nämlich gerade. Ja. Ich war gerade noch bei Hand wegen dem Käfig. Was du gestern das heißt, noch meintest. Ich weiß nicht, dass es den nicht gibt. Genau. Ja. Für mein Auto gibt es das nicht. Also ist zu klein. Ist, ja, okay. Ja, wurde ja, okay. Mir so gesagt. Macht irgendwie Sinn. Er ist ja jetzt wirklich nicht der Größte. Nein. aber ja, hätte ich irgendwie gefunden. Also nach gestern bin ich pro Überrollbügel. Ich weiß. Ich überlege jetzt gerade, ob hier in meinem Auto... Naja, egal. Ja, ich komme dann ans DOJ. Wenn du willst, können wir dann mit dem großen Karakara mal in den Würfelpark fahren, weil wenn dann das Alien kommt, fahre ich einfach platt. Das hört sich nach einem Plan an. Ja, ne? Dann komme ich mal ins DOJ und dann... Ich fahre im Moment ein bisschen langsamer als sonst. Ich habe ein bisschen Angst. Ja, dann kann ich aber die Zeit einfach nutzen und nochmal pipi gehen, weil ich weiß ja nicht, wie lange das dann dauert.
ich bin schon 2-3 Minuten ungefähr da. Verdammt! Okay, dann muss ich mich beeilen. Okay, dann bis gleich. Ja, bis gleich. Ciao. Tschüss. Ja, sie hat jetzt ja so einen großen, dicken... Ganz ehrlich, die Familie Rottenbach, die hat so viele fucking Autos, das ist unfassbar. Ich weiß auch gar nicht, was sie mit so vielen Autos wollen. Sie können ja nicht alle Autos gleichzeitig fahren. Oder auch schon, keine Ahnung. Gut, dann nutze ich das nämlich ganz kurz als Pause. Und wir sehen uns dann gleich wieder. In diesem Sinne, lauft nicht weg und so, ne? Bis gleich. Okay. Es ist ein Monster. Er ist einfach ein Monster. Mein Auto passt hinten auf die Ladefläche. Die Idee hatte ich eben auch schon. Oh mein Gott. Ja, Flex auf dem nächsten Level, würde ich mal sagen. Der ist vor allem ist ja gar nicht so viel größer wie der Settler. Er sieht halt einfach nur aus wie ein Monster. Es ist ein Monster. Ja, eigentlich es ist ein Monster. Ja, aber ja. Dann lass ich die mal schmecken. So. Ja, er ist ein Monster. Er ist einfach unfassbar groß. Ja. Er ist sehr groß, das ist richtig. Ha. Aber er ist halt auch Allrad. Also, mein Auto ist irgendwo eingeparkt. Ich musste jetzt gerade mit dem Fahrer fahren, weil hier sind alle anderen Autos weg. Mattes Komet hat er dabei, würde man annehmen. Okay. Mattes Vectre ist eingeparkt, mein Vectre ist eingeparkt. Ha. Und deswegen habe ich gedacht, gut, dann fährst du halt mit dem. Ja, irgendein Auto ist immer da, ne? Ja, zum Glück. Oh mein Gott. Ich fahre jetzt extra ganz langsam, also noch viel langsamer kann ich nicht. Oh, das ist ja... Oh mein Gott. Lichter. Mhm. Überall. Oh, überall. Oh. Oh, ein Riesenrad. Ja. Hallo, Sunshine. Ich bin gerade an den Würfelpark gefahren und zeig Gabby die Weihnachtsbeleuchtung. Aber wir kommen dann nach einer Runde nochmal zurück. Das ist ja kein Thema. Ich wollte dir das ja nur zeigen. Oh, okay. Ja, ich fahre einmal mit ihr rund und dann kommen wir zurück. Ne? Ich bin mit dem Caracara gefahren, ne, weil mein Auto ist ja noch eingepackt. Ich habe das irgendwie heute Mittag nicht bedacht. Ja, ich hab's. Ja, ich hab's einfach wieder verpeilt. Kennst mich schon. Du hast gerade Lausbuben genannt. Da ist so vieles dran falsch. Was ist das schön? Ein Iglu! Da ist ein Iglu! Denk dran, der Caracara ist größer als dein Komet. Wenn du wieder hinten drauf fährst, da ist ein Iglu! Ja, da ist ein Iglu, Gabby. Ich glaube, ich kriege gerade Tränen in den Augen. Oh. So, ich muss hier mal weiterfahren. Das ist ein bisschen anstrengend, so langsam zu fahren. Ja. Fahr du schon. Ich komme gleich nach. Da oben ist auch noch alles. Oh, ist das schön. Oh, sogar Sternschnuppen. Warte. Ah, sie haben Rudolf vergessen. Ja, es sind auch irgendwie, glaube ich, nur 4 oder 5 oder so. 5. Ah, sie haben Rudolf vergessen. Ja. Und da vorne steht auch noch, guck mal, da steht ein riesenhafter Tannenbaum. Oh. Können wir einen Tannenbaum fürs DOJ bekommen? Ich hatte eigentlich gehofft, dass Gabriel nicht auf die Idee kommt, das zu machen. Ich muss ihn mal fragen. Guck mal, da oben links. Hast du das gesehen? Oh, ich weine. Das ist ja wie in London. Deswegen dachte ich, zeig dir das mal. Oh. Und hier die Brücke ist auch komplett. Da ist noch ein Tannenbaum. Da ist noch ein Tannenbaum. Oh. Und da steht auch noch irgendwie eine Zuckerstange im Schnee oder so. Oh.
glaube, ich schreibe Gabriel eben mal. Aber dann bitte nur ins Foyer. Ja. Nicht in die Büros. Wenn man vom Teufel spricht, er hat mich gerade angeschrieben. Ja. Ah, okay. Allerdings gerade. Ja, wir fahren gerade zurück, wir sind hier. Wir sind ja gleich wieder. Können wir einen Weihnachtsbaum für das Papi DOJ bekommen? Das Fragen kostet nichts, ne? Papi will Weihnachtsbaum. Ja, aber ganz ehrlich, Gabriel würde ich niemals Papi nennen. Nein, das meinst du doch nicht. Oh nee, Das verlassen wir ja fahren mit. Entschuldigung, aber. Ich wollte das selber brechen. Es ist übrigens sehr nett, dass du mir die Lichter gezeigt hast. Ja, schön. Wir müssen uns immer noch. Vielleicht bin ich jetzt ein bisschen weniger böse mit dir. Wegen gestern. Unterhalten. Ja. Oh Gott, wo drehe ich denn mit diesem Monster? Auf der Kreuzung? Ja, oder einfach gar nicht. Ja. Stell mich einfach hier auf alle Parkplätze. Ja. Ich tue mal so, als würde ich versuchen, nur einen Parkplatz zu brauchen. Mhm. Ach Gott. Diesen Ding. Gut, dass ich hohe Schuhe anhabe. Ja, ich glaube, dein Auto passt da fast auf die Ladefläche. Ja, guck mal, ich kann mich sogar quer hier reinstellen. Das kann ich nicht. Nee. Würdest die halbe Straße verdecken?